Hallo Naturfreunde, es ist kurz nach 7 und ich bin mal wieder auf der Suche nach Nebel im Wald. Bin dafür auch richtig früh aufgestanden und habe knapp 2 Stunden damit verbracht, das Wetter zu analysieren und gute Fotolocations zu suchen. Jetzt bin ich hier in der Gipskarstlandschaft bei Uerde gelandet und die oberen Berge auf ca. 300 Metern sollten eigentlich in den Wolken liegen. Das ist aber leider nicht der Fall. Ja, ich benutze mehrere Quellen für die Wetteranalyse und da könnte ich wahrscheinlich mehrere Videos mitfüllen. Aber ich versuche es einfach mal kurz auf das Wesentliche herunterzubrechen. Ich benutze die Webseite Kachelmann Wetter und da das Modell Europa HD. Wolken und signifikantes Wetter. Dann benutze ich auch sehr gerne die Viewfinder-App. Und um das Relief genau bestimmen zu können, benutze ich sehr gerne die Bergfex-App. Und ja, für die Location-Suche auch sehr gerne die Komoot-App. Ansonsten benutze ich noch die normalen Wetter-Apps, um Temperatur und Windgeschwindigkeit herauszufinden. Ja, also wenn es heute keine Nebelbilder gibt, dann halte ich einfach nach Wildtieren Ausschau. Hier kann ich 3 Spechte hören und ich filme gerade den Schwarzspecht da drüben in einer Kiefer. Und über mir, ich glaube, ein kleinerer Specht, das Klopfen ist nicht so laut. Schwarzspecht ist jetzt in die Richtung geflogen und hat den typischen Ruf gemacht, den Schwarzspechte im Flug machen. Den spiele ich mal kurz ein. Und ein zweiter Schwarzspecht ist jetzt auch da hochgehüpft in der Lerche und ruft dem anderen Specht hinterher. Jetzt kommunizieren sie auf Distanz. Ah, das ist, oh, der dritte Schwarzspecht, das muss ein dritter sein. Hier auf den Wiesen scheint nichts unterwegs zu sein. Nur Spechte und Eichelherr in den Bäumen. Auf den Wiesen hier leider auch kein Hase, kein Fuchs, kein Reh, keine Wildtiere. Gestern Vormittag war ich auch auf einer kleinen Tour durch den Wald und habe erstaunlich viele Vögel gesehen. Am Anfang der Tour, da war es noch bewölkt und dann bin ich zu einer Stelle gekommen, wo ganz, ganz viele Vögel waren. Da war ein Bach in einem kleinen Kerbtal und es wuchsen dort ganz viele verschiedene junge Baumarten, viele verschiedene Sträucher, die viel Nahrung boten für die Vögel. Und da habe ich dann die üblichen Verdächtigen gesehen, ganz viele Meisen zum Beispiel und einen Zilpzalp und einen Zaunkönig.
Rotkehlchen. Zwischendurch kam dann die Sonne immer wieder zum Vorschein. Und dann habe ich auch mein Lieblingsfoto des Tages gemacht, auch von einem Zilpzalp, glaube ich. Das Bild ist komplett unbearbeitet und unbeschnitten. Die Einstellungen waren minus ein Drittel Belichtungskorrektur und Tageslichtweißabgleich. So wie es aus der Kamera kommt, gefällt es mir ganz gut, das Bild. Dann habe ich auch zwei Falken gesehen auf einer Birke und noch andere Vögel, Meisen wieder. Und ganz zum Schluss habe ich auch ein Haus oder Gartenrotschwanz gesehen. Heute und gestern gab es keine schönen Sonnenaufgänge, nicht der Rede wert. Aber vorgestern gab es einen wunderschönen Sonnenaufgang. Da war ich wieder früh auf den Beinen, hab den Mond fotografiert und bin dann ins Leinetal gefahren. Da gab es einen wunderschönen Sonnenaufgang. Die hohen Schleierwolken haben in verschiedenen Rottönen geleuchtet. Orange, Pink, Gelb. Und ich weiß gar nicht warum, aber es hat sich wie eine halbe Ewigkeit angefühlt, bis die Sonne dann endlich aufgegangen ist. Den Moment, wo die Sonne über den Horizont gestiegen ist, den habe ich dann am Kiessee festgehalten. Die Sonne wurde etwas abgeschwächt durch die hohen Wolken. Deswegen waren die Farben pastellartig. Das sah aber ganz schön aus, finde ich. Und sie war kräftig genug, die Sonne, dass der Nebel auch schön geleuchtet hat. Allerdings wirklich nur für 5 Minuten ungefähr. Danach ist die Sonne wieder schwächer geworden. Die Farben sind erblasst. Das Licht wurde wieder grau. Und für diese 5 Minuten, wo der Nebel so schön geleuchtet hat, bin ich um 4 Uhr morgens aufgestanden. Schon ein bisschen verrückt, glaube ich. Gerade eben sind hier 3 Rehe über das Feld gelaufen und da in den Wald rein. Heute Morgen bin ich hier noch den Weg lang gelaufen. Sehr schön. Auch noch ein paar Rehe gesehen.
Ich finde, momentan sind Eichelhäher besonders laut und aktiv. Vielleicht, weil es zu dieser Jahreszeit auch viele Eicheln gibt. Ich weiß es nicht, ist mir vorher auch noch nie aufgefallen. Na gut, das soll es erstmal wieder gewesen sein. Also, was auch immer ihr tut, habt einen wunderschönen Tag. Macht's gut und bis nächstes Mal. Tschüss!